Ja, bei diesem Beispiel sehen wir da einen Harzausfluss vom Holz. Das gehört beim Holz leider dazu, kann passieren, oder gibt es solche Stellen eigentlich in jedem Bausatz ein wenig. Wenn es ein Harztropfen ist, dann kann man den aushärten lassen und einfach wegbrechen. Ist es so ein flächiger Harzausfluss, dann gibt es die Möglichkeit, entweder mit einem Schleifpapier, wenn er schon trocken ist, ausschleifen. Oder eine weitere Möglichkeit wäre mit einer Nitroverdünnung, mit einem Pinsel leicht drüber auftragen, 2 Minuten warten und dann mit einem Tuch wegwischen. Das Holz nachher ein bisschen abwaschen und trocknen lassen. Wäre auch eine Variante.